Moin Leute, die Gilde Nota auf dem Server Living Flame in EU hat sich den World First Kill geholt für MC. Schon nach ein paar Stunden waren alle 11 Bosse down und das Ganze auf Heat Level 3. Und der 11. Boss, der nach Ragnaros spawnt, ist eine feurige Kugel und heißt The Molten Core. Heat Stufe 2, besonders Heat Stufe 3, stellt ein erhebliches Hindernis dar. So haben sehr viele Spieler berichtet. Es ist verdammt schwer. Feuerresi ist unglaublich wichtig, sonst habt ihr keine Chance. Auch der erste Boss, Luzifron, stellt eine ziemlich große Herausforderung dar. Also, wenn ihr kein gutes Gear habt, kein Resi-Gear habt, dann bleibt auf Hitze Stufe 1. Und Spieler haben herausgefunden, dass ihr mit den Münzen aus Booty Bay jetzt euch Mats aus MC kaufen könnt. Also das heißt, ihr müsst gar nicht MC gehen, zum Beispiel den Feuerkern, Lavakern oder das Kernleder. Lavakern und Feuerkern kosten 15 Münzen und das Kernleder 10 Münzen. Das heißt, ihr könnt jetzt euch euer Feuer-Resi-Gear herstellen, ohne MC zu gehen, wie zum Beispiel diesen Dunkeleisenhelm. Das bedeutet, das Dungeon Grinden wird nach wie vor beliebt sein. Golmak, ein Boss aus MC, hat weitaus mehr Sulfuron-Blöcke fallen gelassen, als die Spieler erwartet hat. Auf Heat 3 konnten sogar bis zu 4 gleichzeitig fallen gelassen werden. Spieler benötigen ja insgesamt 8 Sulfuron-Blöcke, um Sulfuras Hand von Ragnaros herzustellen. Also es wird den Spielern in SOD erleichtert, an diesen Gegenstand heranzukommen, der ja auch verbessert wurde. Und die epischen Teufelskern-Rezepte werden jetzt nicht nur fallen gelassen von König Mosch, sondern auch aus anderen Quellen. Welche das sind, sind leider noch nicht bekannt. Krass, wie es abgeht, Leute. Macht Bock. Wir haben gestern Oni gelegt mit der Gilde. MC fangen wir erst am Montag an. Wie schaut es bei euch aus? Habt ihr schon MC durch oder nicht? Wahrscheinlich noch nicht. Wir haben ja Zeit bis Mittwoch, da ist ja erst Reset. Von Oni ist Reset am Sonntag. Also wenn ihr die ID noch mitnehmen wollt, dann solltet ihr bis Sonntag noch Oni gehen. Ansonsten wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Raiden und ein schönes Wochenende. Wir hören uns wahrscheinlich erst Montag wieder. Bis dann.